Ein herzliches Gott und einen recht schönen Vormittag, sehr geschätzte Pädagoginnen von den verschiedenen pädagogischen Einrichtungen, liebe Schwestern auch heute. Zuallererst ein herzliches Dankeschön auch für Ihr Interesse. Es ist ja zuallererst einmal verwunderlich, warum interessiert Sie etwas, was Sie ohnehin schon wissen. Der heutige Vormittag dient ausschließlich einer Wiederholung. Sie werden sehen, alles, was Sie hier hören, haben Sie schon irgendeinmal gehört, ist schon irgendeinmal in Ihrem Wissen grundgelegt. Das einzige Problem ist nur, dass so viel anderes Wissen dazugekommen ist, dass manches verschüttet ist. Und so ist also heute der Versuch von mir, ein bisschen etwas zu heben, was in Ihnen schon drinnen ist. In der nächsten Woche beginnt eine Zeit in unserem Kirchenjahr, die durch nichts überboten werden kann. Sie wissen schon, ab kommenden Donnerstag fangen wir sogar die Tage an zu zählen. Wir zählen ersten, zweiten, dritten. Keinen einzigen Monat im Jahr zählen wir die Tage. Nicht im Mai, nicht im August, nicht im September, nur im Dezember. Die einzigen, die das noch machen, sind Bundesheersoldaten. Die zählen auch die Tage. Aber bei denen ist das bald vorbei, weil wir ja dann ein Berufsheer haben und dann zahlt sich das Zählen nicht mehr aus, wenn die bis zur Pensionierung dabei bleiben. Ich muss Ihnen sagen, mit dem Advent beginnt eine Zeit, die man nicht übergehen soll, sondern begehen soll. Und wenn Sie pädagogisch tätig sind, dann sind Sie für so eine Zeit natürlich dankbar. Und dann wissen Sie auch, dass wir eine Fülle von Möglichkeiten haben, diese Zeit im Advent vor Weihnachten zu strukturieren. Da gibt es eine Fülle von dem, was man so landläufig Bräuche nennt. Und Bräuche, hier sehen Sie auch die große Begabung der Kirche, auch wenn es manchmal sehr schmerzhaft ist, wie Kirche sich heute darstellt, wie sie erfahren wird, so kann man sagen, wir waren nicht immer so unbegabt wie heute. Wenn wir immer so unbegabt gewesen wären wie heute, hätten wir uns nicht zur größten Religion der Welt entwickelt. Und dann gäbe es nicht einen Advent und etwas, wo wir die ganze Gesellschaft, das ganze Volk, ja die ganze Welt beeinflusst haben. Es ist etwas, wo Sie merken, wie sehr es der Kirche und dem Christentum gelungen ist, alle zu beeinflussen. Natürlich sind einige unglücklich, dass das jetzt so ins Kommerzielle abgerutscht ist. Deshalb gibt es ja Sie, dass Sie das so ein bisschen wieder auf die Basis heben, die wir eben für sinnvoll erachten. Aber ich bitte Sie herzlich, versuchen Sie nicht, den Kampf gegen das Kommerzielle aufzunehmen. Den werden wir nicht gewinnen, sondern versuchen wir eher, die Dimension der Tiefe aufzuzeigen. Warum das alles ist, warum wir die Tage zählen, auf was wir einfach warten. Und da sage ich Ihnen eines, in der Begabung, wie Sie das gestalten, sind Sie ohnehin weltmeisterlich. Sie wissen genau, wie man das mit Adventkränzen macht, mit dem Nikola macht. Da kann ich Ihnen überhaupt nichts sagen, da sind Sie selbst die Begabtesten. Was manchmal passiert ist, dass man nicht mehr genau weiß, warum man das also schon macht. Und für eine österreichische Bildungsbürgerin ist es äußerst peinlich, wenn sie was macht und nicht weiß, warum. Und deshalb dieser Vormittag, deshalb diese Einführung. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen da ein paar Dinge, die Sie ja schon irgendwann mal gehört haben, die Ihnen so viel bedeuten. Und Sie werden sehen, wenn wir über Bräuche reden, Bräuche kommt ja eigentlich aus dem mittelhochdeutschen Bruchjahr und heißt eigentlich genießen. Man soll Bräuche genießen und wenn es religiöse Bräuche sind, dann ist das fast ein Genuss Gottes. Und wenn Sie die Gnade des Glaubens haben, das unterstelle ich Ihnen einfach. Ja, es kann aber sein, dass ich gesagt habe, bevor ich gar keine Arbeit habe, nehme ich sogar die Arbeit bei einem kirchlichen Hort an. Verstehst du, dass Sie so in Warteposition sind, ist auch in Ordnung. Auch das ist eine Form von Sozialdienst, den die Kirche leistet. Aber in der Regel, einige kenne ich ja unter Ihnen, die sagen, ich habe mir nicht gescheit das vorstellen können, gell? Als wie Hort und Christ auch noch. Also das ist so das Glück zum Quadrat. Das heißt, ich erzähle Ihnen so ein bisschen etwas über die Bräuche in den kommenden Wochen, dann auch über das eigentliche Weihnachtsfest und am Anfang gleich etwas. Auch wenn es der Kirche selten wie in der Adventzeit gelungen ist, die ganze Gesellschaft zu beeinflussen, wissen Sie aber, dass der Advent als Vorbereitung auf Weihnachten, dass Weihnachten nicht das höchste christliche Fest ist. Das Christentum definiert sich nicht durch Weihnachten,
sondern das Christentum definiert sich durch Ostern, durch Tod und Auferstehung. Das sehen Sie auch schon im Evangelium. Wenn Sie die vier Evangelien anschauen, alle berichten über die letzten Tage oder über den letzten Tag im irdischen Leben Jesu. Da machen Sie uns oder bieten Sie uns Informationen, wie Sie das abgestattet. Das Weihnachtsfest, die Geburt Jesu, wissen Sie schon, zwei Evangelisten schreiben gar nichts. Der Markus und Johannes fangen an, wie der Bursch schon 30 Jahre alt ist, bei der Taufe Jesu. Das heißt, der einzige Lukas und Matthäus berichten in den ersten zwei Kapiteln über die Kindheit. Aber Sie wissen, da auch sehr, sehr knapp und sehr theologisch. Zum Beispiel Lukas, der ja wirklich einer der sensibelsten, der emotionalsten Schriftsteller der Heiligen Schrift überhaupt ist. Wenn es Ihnen schwer ums Herz ist, lesen Sie das Lukas-Evangelium. Der hat so viel Verständnis für den, an dem Leben nicht zurechtkommen, der so zu kurz kommen. Also das sind Hoffnungsgeschichten, unglaublicherweise. Aber bei der Geburt denke ich mir, er schreibt schon, aber wenn Sie zum Beispiel den Geburtsvers anschauen, der heißt, und sie gebar einen Sohn, wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe. Ich denke mir, so knapp kann nur ein Mann über eine Geburt schreiben. Über die Schafe schreibt er einen ganzen Absatz. Das heißt, das ist also merkwürdig. Und Sie spüren schon, das hat sich die Welt nicht wirklich gefallen lassen, dass sie nach das muss mehr. Und das haben wir das ausgeschmückt sondergleichen. Vieles von dem, was wir feiern, kommt in der Heiligen Schrift nicht vor. Ja, im Unterschied zum Osterfest. Da ist also das, also alles drinnen, was wir da an Bräuchen haben. Aber das Weihnachtsfest hat eben, wenn Sie wollen, das Volk in ihrem Glauben dazu gestaltet. Weil man einfach gesagt, komm, so kann man das nicht machen. Verstehen Sie, so die Geburt eines Kindes. Ja, jeder, der die Mutter geworden ist, weiß also, manche Frauen wundern sich, dass bei der Geburt ihres Kindes nicht die Erde stillgestanden ist. Wissen Sie, das ist nämlich eine schmerzhafte Erfahrung. Dann kriegst du ein Kind und die Erde dreht sich weiter und man nimmt gar keine Notiz, dass sie Mutter geworden ist. Also es ist unglaublich. Verstehen Sie auch, dass Männer manchmal in einen Gebärneid einfach kommen, weil sie hier eine Erfahrung haben, die einzigartig ist und die unüberbietbar ist. Die Bibel kennt ihr auch, aber sehr knapp. Und deshalb hat sich im Laufe der Kirchengeschichte ein Brauchtum entwickelt, ungeahnten Ausmaßes, wo wir das einfach ausgeschmückt haben, wo wir dazu interpretiert haben, wo wir unsere Fantasie spielen haben lassen. Das ist das, was wir adventliches, weihnachtliches Brauchtum nennen, wobei ich Ihnen auch sagen muss, dass das Brauchtum so Glaube des Volkes einfach ist, das dem Herzen sehr nahe kommt. Wissen Sie, Theologie ist ja manchmal sehr blutleer. Gott, die ist eher fad, die geht bei einem Ohr hinein, sucht sich den kürzesten Weg durch die Gang, den Zellen und geht beim anderen ja wieder hinaus. Brauchtum aber ist etwas, wo der ganze Mensch beteiligt ist, mit allen Sinnen. Sie sehen, sie riechen, sie schmecken, sie spüren, sie greifen. Und wenn Sie im pädagogischen Bereich tätig sind, dann seien Sie auf jeden Fall dankbar für diese Erfahrung. Und der Advent als solches, das müsste ich Ihnen auch sagen, bei vielen Bräuchen manchmal wird so irgendwie gesagt, naja, das hatte die Kirche nur übernommen, das war schon immer da. Ja, na ist das ein Schand? Ich kann ja auch nicht mein Leben selber machen. Ich verdanke ja auch mein Leben meinen Eltern. Aber was wir aus dem gemacht haben, was wir übernommen haben, das ist großartig. Das heißt, wir haben nahezu alles christianisiert, was also so vorher in den anderen Kulturen da war. Es fängt schon beim Advent an. Advent als jetzt quasi übersetzt die Erwartung, Ankunft hat es natürlich im Judentum gegeben. Auch das Judentum kennt einen Advent, wo sie auf den Messias warten. Nur die haben heute doch Advent. Und wir haben halt gesagt, mit unserem Advent ist also Christus, der Messias, gekommen. Das heißt, wir haben diese Erwartungshaltung des Judentums, haben wir in unseren Advent hineingenommen. Übrigens, in Klammern nur, dass Sie auch sehen, dass das Osterfest das bedeutendere Fest ist, dass die Vorbereitungszeit für Ostern 6 Wochen ist. Wir haben 6 Fastensonntage, 6 Fastenwochen und Advent 4. Ist immerhin noch viel, gell? Aber Sie sehen, es ist nicht 6. Daran können Sie auch sehen, je mehr Sie sich, oder je größer ein Fest, ja, umso mehr brauchen Sie Vorbereitung.
einige unter Ihnen, sehe ich ja, dass Sie schon verheiratet sind, dann wissen Sie, wie lang Sie sind. Hoffentlich haben Sie es Ihnen überlegt. Ja. Aber dann, wie Sie den Entschluss schon gefasst haben, wie lange hat es gedauert, dass es verbreitet war? Also das ist ja unglaublich, wissen Sie. Und dann ist es ja, wie man manchmal sagt, zu einem schönsten Tag einfach geworden. Gell? Für manche war es dann nicht unbedingt der schönste Tag, dann probieren sie es ein zweites Mal, dass ich sage, vielleicht wird dieser Tag noch schöner. Also sie spüren schon. Gell? Aber die Vorbereitung ist auf jeden Fall. Und so haben wir auch für das Weihnachtsfest die Vorbereitungszeit des Advents. Die so jetzt also. Und übrigens noch etwas, das Weihnachtsfest ist nicht das älteste christliche Fest. Das älteste christliche Fest ist wirklich das Osterfest. Denn Ostern haben schon die Jünger, die Apostel, die Frauen im ersten Jahr nach dem Tode und Auferstehen Jesu, haben sie sich schon versammelt und haben sich erinnert, da war was vor einem Jahr. Das heißt, wir haben kontinuierlich ein Osterfest, 2000 Jahre. Das Weihnachtsfest ist wesentlich es ist auch 1600 Jahre, ist immerhin auch lang, gell? Aber immerhin, im Verhältnis zu 2000, gell, ist es also um 20% kürzer. Und es ist nicht, das Osterfest ist von Jerusalem über die ganze Welt gegangen, das Weihnachtsfest von Rom über die ganze Welt. Warum, sage ich Ihnen noch ein bisschen später, und das ist so ein bisschen spüren, dass es also so um das Jahr, also im dritten Jahrhundert hat es begonnen und im vierten haben wir so die ersten Aufzeichnungen, dass also an einem bestimmten Tag der Geburtstag Jesu gefeiert wurde. Denn die ersten Christen hatten den Geburtstag nicht gefeiert. Wann auch? Man hat ja nichts Gescheites gewusst. Nicht? Diese Evangelien so allgemein und so weiter. Und Sie wissen, wie man den Geburtstag ausgerechnet hat, hat man sich auch geirrt. Um 6 Jahre etwa. Sie wissen, das ist ein bisschen komisch, gell, sprachlich. Christus ist 6 vor Christi Geburt geboren. Also das ist natürlich, weil man sich halt da verrechnet, weil das nie von Bedeutung war, ja, wann er geboren ist. Viel bedeutender war einfach, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Den Geburtstag hat jeder. Auferstehen? Das glauben wir ganz einfach, gell. An einen Geburtstag brauchst du nicht glauben, das ist einfach so, ja. Dass du auferstehst, das müssen wir glauben. Und sie wissen, das kennen nicht alle. Einige sagen es aus, ja. Dann denken wir, wie muss dein Leben ausschauen, dass ich sage, ich eh gescheiter, wenn alles vorbei ist. Ich bin dir eh nicht besser. Es ist nur eine andere Antwort als das Christentum. Es gibt ja verschiedene Weltdeutungen und sie haben sich für die entschieden, für die ich mich auch entschieden habe. Das heißt, dass ich sage, es ist nicht aus, sondern es wird nachher noch schöner. Auch für unsere Schwestern, die es jetzt schon so schön haben im Orden. Gell? Aber auch Schwestern wissen, dass es mit dem Tod noch schöner wird. Also, Sie glauben das ganz einfach. Gell? Und wenn Sie Schwestern lachen sehen, dann ist das fast so eine Vorwegnahme des himmlischen Lachens. Weil Sie denken, dann habe ich wirklich was zu lachen. Das heißt, und das ist so, jetzt zum Advent, eben einfach selbst, wir haben im Advent etwas, was wir zum Beispiel in der Fastenzeit nicht haben. Wir haben einen Mittebrauch. Wir haben einen Brauch im Advent, der zieht sich durch den ganzen Advent hindurch. Das ist der Adventkranz. Das ist etwas, wo sie einer der Bräuche, die längste Existenz einfach haben. Es gibt ja verschiedene Symbole für Bräuche, zum Beispiel beim Geburtstag gibt es einen Geburtstagstorten, ist auch ein schöner Brauch, aber ein Geburtstagstorten ist in einer halben Stunde weg. Ja? Und einen Adventkranz haben sie heuer sehr lang, weil der Heilige Abend heuer an einem Samstag ist. Also es ist heuer der längste Advent überhaupt. Nicht? Also länger kann er nicht sein, weil wenn der Heilige Abend am 24. an einem Sonntag ist, dann ist ja das der 4. Adventssonntag. Das ist dann der kürzeste. Heuer haben wir den längsten. Also sie können heuer schwelgen, wissen Sie. Also sie gleichzeitig bitte ich Sie aber herzlich, wissen Sie, wenn es zu x-mal so die Vorbereitung über die Geburt Christi erzählst und versuchst, die Kinder in diesen Spannungsbogen hineinzubringen, irgendwie, ich wünsche Ihnen, dass Sie sich dann auch am 24. privat zu Hause immer noch freuen, dass Gott also Mensch geworden ist. Also so begabt muss es schon sein. Nicht nur sagen, ich war schon froh, wenn die Feiertage vorbei waren.
Wenn Sie sich das denken, ist irgendetwas Ihnen nicht geglückt. Dann ist irgendwas, was die im Lebenswissen vorbei, dann vertun Sie sich einer großen Chance, ganz einfach, auch selbst noch die Freude zu spüren, die es bedeutet, dass Gott uns so nahe gekommen ist, dass man sogar sehen kann in Form eines Menschen. Und dieser Brauch mit dem Adventkranz ist übrigens, um die Entstehung Ihnen zu erzählen, muss ich Sie in den Norden Deutschlands führen, in die Stadt Hamburg. In eine evangelische Pfarre zu einem Pastor Johann Hinrich Wichern. Übrigens, der hatte dort auf seiner Pfarrgebiet so ein Heim für elternlose Jugendliche, Rauer Stein heißt das. Wenn Sie das übrigens interessiert, die Hochschule fährt vom 3. bis 10. Juli, fahren wir nach Hamburg und schauen uns unter anderem, wir schauen uns die Reeperbahn auch an, aber wir schauen uns vor allem, aber das steht nicht im Programm. Im Programm steht, dass wir uns diese Pfarre anschauen und eben auch den Entstehungsort des Adventkranzes. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mir das sagen, schicke ich Ihnen das Programm zu, das ist jetzt ja, also das in den kommenden Tagen dann kommen wird. Und dieser Pastor hat sie, das war ein Haus für elternlose Jugendliche, heißt schon Rauer Stein, gell? Also, weil, und jetzt hat er sich gedacht, wie könnte ich die Zeit vor Weihnachten auch für diese Jugendlichen, die es ohnehin schon schwer hatten, so ein bisschen schöner gestalten. Und er war so ein großer Sozialpädagoge und das, was Adolf Kolping für die katholische Kirche war, war Johann Hinrich Wichern für die evangelische. Und da kam er auf die Idee, ich erzähle Ihnen das so lange, weil Sie an dem sehen, wie Bräuche entstehen. Er hat drei Symbole, die es gab, die bekannt sind, die zum Teil älter als das Christentum sind, hat er hergenommen und zu einem neuen Symbol verbunden. Und hat den zum, das nennt man Christianisierung von Symbolen. Das erste war, er hat einen Kranz genommen, einen Kreis genommen. Das hat verschiedenen Ursprung. Eines ist sicherlich ein Kreis, hat keinen Anfang, kein Ende. Alpha Omega fließt ineinander über, steht schon für Gott. Wir haben auch gleichzeitig den Siegeskranz im Römischen. Man hat einen Kranz bekommen, so als Symbol, ja, die sind ja wie Götter. Das hat er hergenommen. Das zweite, er hat Grün hergenommen und Grün ist von alters her Symbol des Lebens, denn Grün bleibt auch in der Winterzeit eben einfach grün. Und in einer Seestadt, Hafenstadt wie Hamburg hat das noch einmal eine Bedeutung. Wir haben nämlich dort die Seebestattung immer schon gehabt. Das heißt, wenn man dort gestorben ist, ist man verbrannt worden, die Asche kam in ein Säckchen und es wurde ein grüner Tannenzweig auf das Säckchen draufgegeben, als Symbol des Lebens. Und man ist mit dem Schiff hinausgefahren und hat das also versenkt. Dieses Symbol des Lebens hat er eben auf den Kranz genommen und hat das dann in späterer Zeit den Kranz mit Grün umwunden. Und das Dritte, er hat sich erinnert an Johannes, der gesagt hat, mit Christus kam das Licht in diese Welt. Und er hat 24 Kerzen, er hat am 1. Dezember angefangen und hat 24 Kerzen draufgestellt. Der erste Adventkranz hatte 24 Kerzen. Wir haben in Österreich eine Stadt, in der sie alle wahrscheinlich schon waren. Die hat so einen Adventkranz mit 24 Kerzen. Wenn Sie es nicht gesehen haben, weil Sie nicht im Dezember in der Stadt waren, was gehört ist, gell? Mariazell. In Mariazell haben Sie am Hauptplatz einen Adventkranz mit 24 Kerzen. Nur schon er selbst hat also gespürt, das könnten Sie ja auch spüren, zu jedem Tag eine Feier. Mit so Kindern, mit Jugendlichen, das ist nicht ganz anders, der jeden Tag Schnitzel ist. Gell? Und er hat schon gesagt, also das ist fast ein bisschen zu. Und er hat sich dann auf die Sonntage konzentriert. Und so ist das auch entstanden mit diesen vier Kerzen an den vier Adventssonntagen. Wobei ich Ihnen sagen muss, 1860 war das, also jetzt etwas mehr als 150 Jahre. Es hat gedauert, bis der Brauch zu uns gekommen ist. Die ersten Adventkränze in Österreich waren so in den Zwischenkriegsjahren, 1925, 30, und zwar da deshalb, wenn österreichische Soldaten mit deutschen Soldaten zusammen waren im Ersten Weltkrieg, dann haben sie gesehen, wie die Advent feiern. Und das hat auch bei uns gedauert. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil der Brauch aus dem Protestantismus
Jesus gekommen ist. In Tirol hat es am längsten gedauert, dass sie einen Advent gehabt haben. Die haben erst dann gewacht, als sie vergessen haben, woher er kommt. Das heißt also, und das hat also gedauert. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, und heute ist der Adventkranz flächendeckend. Wenn meine Informationen stimmen, ich kann das fast gar nicht glauben, dass man in der Stadt Wien 1,1 Millionen Adventkränze verkauft in dieser Zeit und 600.000 Christbäume. Da denke ich mir, da müssen manche aus Kloster Neuburg in Wien den Kranz kaufen, weil sonst kommt man nicht auf so eine hohe Zahl. Aber Sie spüren schon, also wo überall Adventkränze heute sind. Und wir haben den Adventkranz katholisch gemacht. Und Sie wissen, wie der katholische Adventkranz ausschaut. Und zwar, wir haben diese Kerzen, die ja ursprünglich rot waren, oder halt eine schöne Farbe hat, haben wir mit liturgischen Farben eben umgeben. Und wir haben gesagt, wir nehmen die vier Kerzen, drei violette und eine rosa. Und jetzt sehen Sie, wenn Sie so einen Kranz eben einfach sehen, dann brauchen Sie eine Information. Wie zünde ich das an? Wenn ich einen Kranz mit vier Kerzen, mit vier roten Kerzen sehe, ist wurscht, wo ich anfange. Wenn ich aber drei violette und eine rosa sehe, ohne dass man das wer sagt, auf die Idee, weißt du, ich denke mir, na gut, sind es halt zuerst die violetten und die drei und dann die rosa, oder zuerst die rosa und dann die drei violetten, und alles falsch. Das heißt, Sie sehen also, wie sehr man Sie als Pädagoginnen braucht. Und wenn Sie das nicht mehr wissen, geht das einfach runter. Man zündet zuerst zwei violette an, am dritten Adventssonntag die rosa und am vierten wieder die dritte violette. Und an dieser Form sehen Sie violett als die Zeit der Buße, der Umkehr, der Fastenzeit. Etwas, das die Adventzeit ja auch auszeichnet und vor allem in früheren Jahren ja wesentlich mehr wie heute. Früher war das ja wirklich eine Fastenzeit. Und da sehen Sie auch die Begabung der Kirche am dritten Adventssonntag, dass sie hier in ganz spezieller Form diesen Sonntag Gaudete so gestaltet hat, dass sie den Menschen, die wirklich gefastet haben, 4 Wochen fasten, war bei der damaligen Arbeit gar nicht so einfach. Und am dritten Adventssonntag hat sie versucht, den Menschen das Ziel anzuzeigen. Und hat gesagt, es ist gut, dass ihr gefastet habt. Ich weiß, es ist schwierig, aber haltet es durch. Weihnachten kommt wirklich. Das Fasten ist dort zielorientiert. Nicht irgendwie nur Fasten, sondern es ist zielorientiert auf das Fest Weihnachten hin. Und mit der rosa Kerze am dritten Adventssonntag wollte man den Menschen damals sagen, es ist gut, was ihr macht und Weihnachten ist schon, blitzt schon hervor. Die Kerze ist noch nicht rot. Aber rosa ist ja schon, verstehst du, das ist so der Vorläufer von Rot. Und es ist auch sinnvoll, dass es passt bei 4 Adventssonntagen der dritte ist. Soll ich dir sagen, warum? Wenn du am dritten bist, kannst du psychologisch sagen, mehr wie die Hälfte ist schon vorbei. So lange, bis jetzt gedauert hat, dauert es nicht mehr. Wir haben dasselbe in der Fastenzeit. Von 6 Fastensonntagen haben wir den 4. Fastensonntag, Sonntag Letare, heißt auch, freut euch, gell? Und da mehr wie die Hälfte. Das ist natürlich in einer Zeit wie heute nicht mehr so spürbar, wo es schon in der zweiten Adventwoche von Keks nur hast. Und da denkt ich kann das schon nicht mehr sehen. Verstehst du? Das ist natürlich problematisch. Da. Übrigens, Sie können am dritten Adventssonntag können Sie auch sehen, ob Ihre Pfarre eine arme Pfarre oder eine reiche Pfarre ist. Denn wir haben zweimal im Jahr hat der Priester ein rosa Messgewand. Aber das kann sich ja nur eine Pfarre leisten, die Gott hat. Gell? Die Armen hat, die anderen Pfarren haben eine andere Farbe. Gell? Aber rosa ist zweimal, das ist ein Messgewand für zwei, also kommt fast am Hochzeitskleid ähnlich, das brauchst du auch nur einmal. Gell? Und das brauchst du hier eben zweimal, am dritten Adventssonntag und am vierten Fastensonntag hast du dann das eben einfach wieder. Zu diesen liturgischen Farben muss ich Ihnen auch sagen, ich war so vor einiger Zeit um diese Zeit in einem Blumengeschäft und da war so eine Dame vor mir und sie wollte einen Adventkranz kaufen. Und dann sieht sie so diesen Advent und aus irgendwelchen Gründen waren fast alle Kränze in den liturgischen Farben. Ich weiß nicht, ob das ein katholisches Blumengeschäft war, aber es war jedenfalls alle Kränze in dieser Farbe. Und der Dame hat ein Kranz besonders gut gefallen, aber die Form der Kerzen nicht wirklich. Also das war so fremd für sie. Und dann hat
sie diesen Blumenhändler gebeten, könnte sie nicht auf diesem wunderschönen Kranz 4 rote Kerzen haben. Der Blumenhändler hat gesagt, verständlich, eine Frau hat den Kranz genommen, ist hinten hineingegangen. Und dann stand ich mit der Dame allein im Geschäft und so haben wir gedacht, ich habe das mitgekriegt. Ja. Dann habe ich so irgendwie gesagt, aha, ich habe gesehen, diese Farben von den Kerzen sind auf den Adventkränzen, die in den Kirchen hängen. Sagt sie, wieso wissen Sie das? Habe ich gesagt, ich war schon einmal in einer Kirche. Ich habe mich nicht als Theologe geoutet. Ich bin ja kein geborener Märtyrer, aber irgendwie habe ich ihr halt doch. Und dann habe ich ihr auch gesagt, und ich glaube, das Violette ist, das ist doch so eine eher traurige Farbe, ist also für Umkehr, Fastenzeit, Besinnung, Stille. Und das Rosa, ist das schicker, das deutet schon an, dass sich die Christen auf Weihnachten gefreut haben. Ich habe gesagt, ach so, ach so. Dann kommt der Händler zurück mit diesem Kranz, mit den wunderschönen 4 roten Kerzen. Ja? Und dann sagt sie jetzt, mein Gott, nein, Entschuldigung, aber könnte ich nicht doch den Kranz mit den 4 Kerzen wie in der Kirche haben? Der Händler hat gesagt, selbstverständlich, die Frau hat. Das ist so, seit damals weiß ich, ja, wenn du etwas weißt, dann hat es einen Sinn. Dann leuchtet da etwas auf. Ich weiß ja nicht, wie die Frau Buße getan hätte, aber vielleicht hat sie sich dort auch, die könnte ein bisschen besser werden und da helfen ihr diese 3 violetten Kerzen. Ich weiß ja das nicht, ja. Aber Sie spüren schon, wenn ich es nicht weiß, ja, was dahinter steckt, dann komme ich da eben nicht drauf. Auf Bräuche können Sie nicht draufkommen. Das muss einem erzählt werden. Natürlich können Sie jetzt auch so zum Beispiel, also ich bin ja dann um die Zeit auch immer wieder bei ganz lieben Leuten eingeladen, privat in der Wohnung, da kommen wir mal und dann sieht man so einen Strohkranz dort und so weiter. Ja. Und dann frage ich, was ist denn das? Und dann sagen sie, Adventkranz. Ich muss jetzt sagen, nichts gegen Stroh. Wenn Stroh zu Ihrem Outfit passt, ist das in Ordnung, wenn Sie meinen. Aber es ist natürlich kein Adventkranz. Manche sagen dann, was denn, wenn ich wo an Stroh kann, und dann kann man das ja rationalisieren und sagen, was, der andere nadelt so. Wenn ich das her, weiß ich nur, das voll zu putzen. Das heißt also, Sie spüren. Sie vertut sich eine Chance, dass sie ein Symbol nicht. Sie können nehmen, was wollen, aber dann haben sie halt nicht alle 3 Symbole, dann haben sie 2 oder 3. Und manche haben so den Strohkranz, dass ich sage, den kann ich jedes Jahr verwenden. Jetzt muss ich sagen, Sporn ist recht, gerade in Zeiten wie diesen, aber wie ich gesagt habe, ein Adventkranz amortisiert sich ja wirklich, auch wenn er Nadel hat. In 4 Wochen hast du ein Symbol, verstehst du, da zahlt sich schon aus, dass er ein paar Euro einfach kostet. Nur das also zu dieser Information.